vortragen. Lass hören. Oh. Vielen Dank, es geht los. Turm aktivieren. Yes! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Julius Snow Zelda und der Frosch mit seiner Brille und dem Regenschirm finde ich ganz witzig hier oben. Nun ja, wir gehen jetzt erstmal in die Nordbucht. Das habe ich mir auf der Karte markiert und ich muss sagen, ich habe auf Cam ganz viel gefarmt. Ich habe neue Waffen, alte Waffen zerschrottet, neue Bögen von Chimären, neue Schilde, wie ihr seht. Im letzten Part haben wir uns auch das Hylia-Schild besorgt. Richtig geil. Ich habe neue Rüstungen. Und ja. So zum Beispiel, was haben wir denn hier neu? Wir haben neu. Hier. Das Diamantenstirnband habe ich random bekommen. Den Rudania-Helm habe ich bekommen. Und den Ruta-Helm habe ich bekommen. Zudem habe ich mir die antike Rüstung geholt. Und den antiken Beinschutz. Und seit den letzten Parts ist auch das Phantom. Die Phantom-Ausrüstung neu. Das blaue Hummerhemd, was wir uns jetzt anziehen. Und Tingel-Strumpfhose. So. So sieht Link doch mal ganz entspannt aus. Wir geben ihm noch das Master Sword, wenn er es wieder hat, vor das Königsschwert. Und ja, entrüsten mal den Bogen. Ab zur Nordbucht. Wir begeben uns jetzt langsam ins Gebiet der Zoras. Ich habe auch schon vieles markiert auf der Karte. Die letzten Maps werden aufgedeckt. Die letzten Türme erklungen. Wir räumen langsam auf. Hier in Hyrule. Und wie gesagt, der erste Punkt ist die Nordbucht. Ich habe 3 Markierungen gesetzt. Es geht storytechnisch also jetzt weiter. Das hier hat noch nichts mehr mit der Story zu tun, aber egal. Ich glaube, hier gibt es wieder irgend so ein Kashiva-Rätsel. Und ich weiß, irgendwo gab es auch ein Fischerdorf. Ich weiß nur nicht mehr, wo auf der Map das genau war. Aber doch, da ist eine Anhöhe. Ja, und das sieht aus wie mein Tod, ne? Oder wir essen diese Fitnessdampfe. Haben wir ein Foto vom Rezept gemacht? Ich höre Kashifa schon. Ja, da steht er sogar! Ich hatte recht! Die Notebook war von Anfang an interessant. Okay. Dann schwimmen wir da mal hin. Oh, das Heiger-Schild sieht so geil aus. Leute, ich bin so froh, dass wir das aus dem Schloss Hyrule geholt haben. Sieht ein bisschen mitgenommen aus, wenn ich ehrlich bin. Es hat sogar eine... Schallkerben. Kann man das auch neu schmieden, wenn das kaputt ist? Ich glaube nicht, ne? Bei einem Bosskämpfen werde ich es benutzen. Definitiv. Oh, jetzt mit Revali-Sturm rauf zu Kashiva. Oh, hier draußen trifft man dich oft jemanden. Ha? Ich freue mich über unser Wiedersehen. Bist du hier, um dir das Meer anzusehen?
Ja. Diese merkwürdige Feldsäule da wird schon in einem uralten Lied besungen. Soll ich es vortragen? Lass hören. Oh. Vielen Dank, es geht los. Meine Liedkünste. Die Worte des Helden werden dir zuteil. Die Verheerung abzuwehren, kehre ich einst wieder. Das Meer ist so blau, die Klippe ist steil. Weiß uns im Schatz, den zur Zeit der 17 ich dort legte nieder. Nix kapiert? Mm. Der Schatz eines Helden, ob das wohl eine Rubine sind? Wenn es um den Helden geht, der sich gegen die große Verheerung gestellt hat, müsste das ja ein Riesenbatzen sein. Nun, dann möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Der Schatz des Helden? Ja. Die Worte des Helden werden dir zuteil, die Verheerung abzuwehren, kehre ich einst wieder. Das Meer so blau, die Klippe steil, weisen zum Schatz. Es könnte 17 Uhr heißen. Die Klippen sind steil. Also gut. Diese Inselgruppe hier sieht aus wie eine ganz normale Inselgruppe. Aber ich habe mich mal informiert und das soll eine Uhr darstellen. Hier ist 12 Uhr. Hier ist 9 Uhr. Hier ist 6 Uhr. Hier ist 3 Uhr. Aber es ist ganz blöd gemacht eigentlich. Müsste hier 6 Uhr sein und nicht hier. Deswegen ist das hier 17 Uhr. So wie das auf der auf dem Rätsel steht. Und man denkt im ersten Moment, ja. Das ist die ganz normale Uhr. Wir müssten es bis 17 Uhr warten, es wäre jetzt schon vorbei. Da kommt da irgendwie so ein Schreien. Aber nein. Es ist tatsächlich diese eine Insel. Und der Schatz ist etwas ganz anderes, denn das ist, aufgepasst, ja gar keine Schreinquest. Schon lustig, dass Kashifa hier auch das Rätsel macht. Doch pass auf. Hier befindet sich eine Truhe unter Wasser. Genau. Die können wir jetzt öffnen. 300 Rubine, ja? Das schmeckt. Quest geschafft. Yeah. So, meine Guys. Wir wollen jetzt zum diesem Turm. Und wer sagt denn, dass wir jetzt laufen? Wir fliegen über die Balloon-Ebene, über Findras Wald, über Zuguland Wald, bis hin zu diesem Turm hier. Let's go! Und erstmal werde ich die Richtung ändern, weil es ist die völlig falsche Richtung. Und so kann man die Geschwindigkeit dann ändern. Genau. Da sehe ich auch schon wieder ein Schrein. Im Grunde müsste ich da jetzt auch runter und den aktivieren, denn es ist das zweite Mal, dass ich über diesen Schrein fliege. So, jetzt haben wir keine Geschwindigkeit mehr. Vielleicht können wir exakt auf den Turm landen. Dann kann ich vom Turm da runterfliegen. So, Link, weit schneller. Ihr seht, diesen Glitch, den ich damals nicht beherrscht habe, beherrsche ich jetzt über 100%. Und je mehr wir so wackeln, desto schneller wird Link werden. Irgendwann ist er ultra schnell. So kann man über die ganze Map fliegen. Es ist wirklich ein geiler Glitchen. Das beste Fortbewegungsmittel überhaupt. Du kannst große Strecken überbrücken und bist schnell von A nach B. Es ist sogar noch besser als Porten. Porten und diesen Glitch. So, wir sind fast beim Turm. Ja, wir haben schon die Hälfte der Strecke geschafft.
Mit der Zeit wird Link auch langsamer. Das heißt, du musst immer wieder diesen Geschwindigkeitsboost hier vollziehen. Und das ist auch erstmal reine Übungssache, weil du da auch viele Fehler machen kannst. Ich hatte einmal den Glitch, dass er sich nur bewegt hat, wenn ich diesen Stick gedreht habe, und dann hat er solche Kreise gezogen. Dann musste ich diesen Glitch abbrechen. Also es kann auch mal zu Fehlern kommen. Aber wir sind fast beim Turm. Komm, wir landen exakt auf dem Turm. Aber die Geschwindigkeit, reicht die noch aus? Einmal noch, komm. Einmal noch, einmal noch, einmal noch, einmal noch. So, wir sind fast da. Und können dann noch sofort diesen Turm aktivieren. Yes! Sehr geil! Von Turm zu Turm geflogen, das hatte ich auch noch nie. Chica Stein erkannt. Chica Turm wird aktiviert. Seht ihr den anderen Turm? Das haben wir gerade mal überflogen. Genau in der Mitte liegt der Schrein. Datenübertragung beginnt. Diese Musik hört sich genauso an wie aus Ocarina of Time, wenn man Truhen öffnet. Vergleicht mal die Sounds. By the way, ist das mir voll aufgefallen die letzten Male. Eigentlich schon viel früher, also mir ist das beim ersten Mal Spielen damals schon aufgefallen, nur ich habe es auch nie erwähnt. Damit meine ich, wo das Spiel rauskam. Aber ja, ist geil. Auf jeden Fall jetzt einmal erwähnt zu haben, auf jeden Fall für euch. Das ist eine wichtige Info, denke ich mal. Ich informiere mich aber auch viel über dieses Spiel aktuell. Ich gucke viel. Auch Zelda Meister gucke ich viel, weil ja, er bringt echt sinnvolle Sachen. So. Da hinten ist der Schrein. Ich glaube, wir kriegen keinen Blitzschaden, wenn wir jetzt einfach diesen Helm anziehen. Genau. Das werden wir aber gleich sehen. Wenn der Blitz nicht trifft. Boah, wir kriegen keinen Blitzschaden. Perfekt gelandet. Muss ich schon mal sagen. Und einen neuen Schild bekommen. Ja, moin. Oh, und hier ist ein Cube-Rätsel, oder? Ein Maxi-Barsch, aber auf jeden Fall. Geil, Omar. Ein Hyrule-Barsch. Ist mir direkt in die Arme gesprungen. Und hier sind sogar Truhen. Und das ist ein Wink des Schicksals. Ist. Oh, eine EX-Truhe. Das Phantom, die Phantom-Ganon-Rüstung. Diese Rüstung ist angeblich von einem bösen Geist beseelt, der an den Dämonenkönig selbst erinnert. Ein seltenes Stück, das sich einfach zu erlangen ist. Ja, wir haben es hier zufällig gefunden. Hier ist auch noch ein Bogen, den ich mir hier gerne nochmal hole. Okay, von einem Leunen auf jeden Fall. Es ist der Leunenbogen. Also die Gegner hatten einen Leunenbogen. Willst du mich verarschen? Ja, den tauschen wir auf jeden Fall gegen einen um. Und zwar, ja, gegen...
Gegen so einen 38er mit Schnellfeuerfunktion. Andererseits, der ist neu. Und der hat einfach eine bessere Haltbarkeit. Also nehmen wir einfach den hier. Und machen wir ein Cryo-Modul. Wir haben momentan echt Glück, was Truhen angeht. Boah, fast kaputt gemacht, das Cryo hier. Was ist denn hier los mit dem Loot, ey? Und da ist ja nur ein Bernstein drin. Ey, Alter, sein Vater. So. Es ist noch so irgend so ein Dude aufgetaucht. Nö, aber sonst ist hier nichts mehr. Da war nur die eine Truhe. Okay.